Ich heiße Theodor Rotermund, bin 66 Jahre alt und ich bin Holzschneider. Meine Profession als bildender Künstler ist der Holzschnitt. Wenn ich einen Holzschnitt anfange, denke ich natürlich nicht über die Technik nach, in der ich das mache, was ich will. Aber ich weiß vorher schon die Grenzen und Schwerpunkte, die diese Technik hat. Beim Holzschnitt braucht man Mut. Mut ist ganz wichtig, denn ein einmal gemachter Ausdruck ist nicht revidierbar. Weg ist weggeschnitten. Das heißt, man muss sehr entscheidungsstark rangehen. Jeder Schritt ist unwiderruflich. Und wenn man dann noch schafft, Spontanität reinzubringen oder Temperament reinzubringen, dann ist man gut. Beim Holzschnitt, das ist so ähnlich wie bei der Musik beim Dreiklang. Hier sind drei verschiedene Strukturen drin. Weiß, schwarz und strukturiert. Mehr gibt es nicht. Mit diesen drei Begrifflichkeiten oder mit den drei Tönen muss ich für einen Akkord auskommen. Das ist, und das fordert schon. Der erste Abzug, der erste Probeabzug ist immer der kräftigste und der aussagekräftigste, weil er der unmittelbarste ist. Und je mehr man daran rumfeilt und rumschnitzt und den versucht nochmal in eine gefälligere Form zu bringen, dann geht das Spontane weg. Also ist der erste Abzug, der Probeabzug, ist meistens der unmittelbarste. Der ist aber genauso original wie der 10. Abzug oder der 20. Das ist ja das Tolle an Druckgrafik als demokratischem Medium, dass jeder Druck ist, sollte gleich sein, ähnlich oder wenn es am besten läuft, gleich. Und er muss auch limitiert sein. Signiert, limitiert, betitelt. Dann hat der Käufer also oder derjenige, der sowas kriegt, ein Original in der Hand.